Alter bei Badiou, Seite 196. Letzten Endes ist für Lacan die Philosophie eine illegitime Demontage der Dreiergruppe oder eine Subversion der Drei durch die Zwei. Sie ist das, was sie nicht mehr zusammenhält. Wir haben also den Effekt eines Theorems, das ich Ihnen heute nicht beweisen werde. Wenn man die Drei mit der Zwei subvertiert, gelangt man zu einem falschen Denken des einen. Dieses falsche philosophische Denken lautet, das eine ist, während das wahre Denken des einen lautet, es gibt eines. Il y a de la, sagt Lacan. Eine weitere lacanische Übung, die ich Ihnen überlasse, zu beweisen, dass wenn man die drei durch die zwei subvertiert, in dem Sinne, in dem wir eben ein exaktes Beispiel dafür vorgelegt haben, die philosophische Mise au pair der Dreiergruppe Wahrheit, Wissen, Reales, setzt dies eine Doktrin des einen vom Typus, das eine ist voraus und erfordert sie. Was in lacanianischen Begriffen eine weitere Art wäre, den philosophischen Akt und den analytischen Akt einander gegenüber zu stellen, indem man sagt, der analytische Akt stützt sich auf das Thema Ja de la, während die philosophische Aktivität erfordert, dass man das eine ist, behauptet. Jetzt muss ich es nochmal lesen, aufgrund des Schmetterlings. Es gibt eines, Ja de la, sagt Lacan. Eine weitere lacanische Übung, die ich Ihnen überlasse, zu beweisen, dass wenn man die drei durch die zwei subvertiert, in dem Sinne, in dem wir eben ein exaktes Beispiel dafür vorgelegt haben, die philosophische Mise au pair, pair für Vater und pair für gleich, der Dreiergruppe Wahrheit, Wissen, Reales, setzt dies eine Doktrin des einen vom Typ, vom Typus, das eine ist, voraus und erfordert sie. Was in lacanianischen Begriffen eine weitere Art wäre, den philosophischen Akt und den analytischen Akt einander gegenüberzustellen, indem man sagt, der analytische Akt stützt sich auf das Thema Ja de la, während die philosophische Aktivität erfordert, dass man das eine ist, behauptet. Sie werden bemerken, dass man, wenn man die Dinge in der anderen Richtung betrachtet, sagen könnte, dass, wenn die Philosophie eine Wahrheit des Realen voraussetzt, sie ein Wissen von dieser Wahrheit ist. Wenn sie also mit der Dreiergruppe gleichgestellt mise au pair wird, reißen sich die Lacan'schen Aussagen völlig auseinander, weil es keine Wahrheit des Realen gibt, weil es nicht im eigentlichen Sinne ein Wissen vom Realen gibt und noch viel weniger ein Wissen von der Wahrheit. Es kam daher zu einem Zerfall, einer radikalen Zerstreuung der konstituierenden Aussagen der Philosophie selbst. Damit vollzieht sich das, was ich Ihnen immer über die echte Antiphilosophie gesagt habe. Ihr Endziel ist die Zerstörung der Philosophie. Sie ist nicht einfach eine Kritik. Wenn der analytische Akt existiert und insofern er existiert, zerfällt die Philosophie. Allein es ist notwendig, dass der analytische Akt existiert und dass man seinem Grauen standhält. Und um seinem Grauen standzuhalten oder sich ihm zu stellen, muss es den gesamten analytischen Diskurs geben. Im Grunde zieht dieses sehr komplexe und wahrscheinlich höchst zufällige System der Bedingungen des analytischen Aktes den Zerfall der Philosophie nach sich. Einen Zerfall, von dem sie unaufhörlich wieder aufersteht. Wie sich der von den Bacchantinnen zerrissene Körper des Dionysos wieder zusammenfügt. Das wusste ich nicht, dass sich der zerrissene Körper des Dionysos oder des Pentheus wieder zusammenfügt, wenn er von den Bacchantinnen zerrissen wurde. Ich wusste nur, dass der Körper des Osiris, der von Seth zerrissen wurde, ist durch Isis wieder zusammengesetzt wurde. Über diesen Gedankengang präzisiert sich die Benennung des analytischen Aktes Schritt für Schritt des als Schlüssel zur Lacan'schen Antiphilosophie konzipierten analytischen Aktes. Denken wir an Folgendes. Das Reale ist nicht das, von dem es Wahrheit gibt, und es ist auch nicht das, was gewusst wird. Gut, mit dem Ende
der immer wieder auferstehenden Philosophie, dass die sich zu wehren weiß, und der Betitelung des zufälligen analytischen Diskurses als höchst zufälliges System der Bedingungen des analytischen Aktes können wir uns nicht einverstanden erklären, aber davor schon. Es folgt, die Folge kommt auf Seite 198.